Moin moin meine Landratten und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Ich bin also King Rasko und wir zocken heute wieder in der Elite Force F1 Liga in Belgien. Mit dabei als Special Gast habe ich heute keine Fahrer, sondern es ist mit dabei die liebe Jonas Spielerecke und der Fabian. Moin moin. Moin. Na, alles fit bei euch? Wie ist ja bei dir? Ja, muss, wa? Weihnachten ist jetzt vorbei. Und jetzt kommt Silvester und wird richtig schön gefeiert morgen, wa? Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger, genau. Ja, wir stehen hier noch beim Start. Ich würde sagen, wir stehen hier noch bei den letzten Vorbereitungen. Und ja, ich würde sagen, wenn das Rennen losgeht, sehen wir uns wieder. Also, bis gleich. So, es geht los. 10 Sekunden, meine Damen und Herren, dann startet die Einführungsrunde. Und da passiert ja auch immer schon viel. Der ein oder andere dreht sich. Probestart hier. Meistens Steffen. Nö, ich hab mich nur in den ersten 5 Rennen gedreht. Nur in den ersten 5? Ja, ich bin in den ersten 3 nicht ins Ziel gekommen. 12. Platz, gut zu wissen. Also die erste Kurve wird, na, von 18 Fahrern würde ich mir schon mal sagen, ja. Okay. Ich bin eigentlich immer so im letzten Drittel. Es ist normal, dass Monster der Welt so verdammt lange lädt. Ja. Ich lieb den Sommer, ich lieb das Land des Meeres, wann würd ich endlich wieder wärmer werden? Na 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 na. Die Dummi da, die Dummi da, die Dummi da. Nein, ich trinkt doch immer, wenn er spielt. Ja, aber hier ist gerade so schönes Wetter. Ja, hier ist gerade so richtig schönes Wetter. In der letzten Folge von Formel 1 war es richtig krass, da waren wir mit 8 Leuten in einer Party und dann hat alle das gleiche Lied gebrummt, Alter. Wir sind nebenbei so Formel 1 gefahren. Ja, moin! Da fahr ich erstmal meinen Kollegen hinten rein. Also. So, Leute. Herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt gerade dabei, uns auf die Startaufstellung für das Rennen vorzubereiten und uns auch umzustellen. Und nicht wundern, der liebe Jonas und der liebe Fabian, die sind in einem anderen Spiel, nämlich in Monster Hunter World. Ja. Ja. Und ich fahre hier Formel 1. Und wir quatschen zusammen. Oh, was für ein Fehlstart. Was für ein Fehlstart von mir. Erstmal ganz viele Plätze verloren. Ich bin sehr enttäuscht für dich, Steffen. Aber ja. Nein, ganz cool nach vorne gekommen. Ja, moin, da wird man erstmal gedreht hier. Das ist hier Standard. 11. Platz. Kannst du sagen, beim Knochenbau von der Morph-Axt Stufe 3, was für ein Knochen oben der davon ist? Du, das war jetzt gerade mal heftig. Also vom Knochen, der erste Knochenbau, also Knochenbau. Ja, ich guck gerade. Dann bei der Verzweigung der ganz obere. Safety Car auf der Strecke, Safety Car auf der Strecke. Ja, moin. Vom Knochenbaum, das dritte von ganz, also halt zuerst der Knochenbaum Stufe 1, Stufe 2 und dann halt das Stufe 3 Ding. Monsterknochen M. M? Ah, okay. Und danach wahrscheinlich Monsterknochen L. Ja, L, M und Felsknochen. Okay, sehr gut. Dann Monster Hunter Plus, L, fester Knochen und so weiter. Ist es die Axt zum für den Diablos, weiß ich gar nicht mehr. Ja, aber dann musst du nicht auf Stufe 3 gehen, sondern direkt dann zum Barov. Dann Barov Stufe 2 und dann zum Diablos. Vom Barov, ja, okay, jetzt. Aber dafür brauchst du nicht Stufe 3, dafür musst du dann direkt zum Barov runter. Ja. Also von 2 auf Barov. Also es gab anscheinend hier gerade einen schweren Unfall, denn das Safety Car ist draußen. Auf der kompletten Strecke ist die gelbe Flagge. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie lange das Safety Car draußen bleibt. Das ist für unsere Reifen relativ gut. Wir fahren ja auf Gelb und dann auf Medium. Also das heißt, wir fahren eine gelb-weiße Strategie. Und ja. Und wir sind nur 2 Plätze in den Punkten. Affinität.
die Diablos. Ja, um. Dann bist du scheiße langsam damit. Na, um. Ja, gut. Ach stimmt, die macht mehr Schaden. Die macht so auf der letzten Stufe 805. Richtig. Plus, wenn du das versteckte Element drauf machst, nochmal 180. Dann bist du, ja gut, dann bist du trotzdem noch bei 985. Dann nochmal drauf, dann kommst du vielleicht auf 1000, aber nicht auf 1500. Ja, nee, ich mit der Diablos, Diablos-Axt, sondern mit den, schlag mich tot. Mit dieser Schwarz-Agonat, ja. Dann kommst du auf 735, das ist die stärkste. Ja, genau. Wird schon die Limon-Axt sein, nicht die Anjanat. Die ist doch mit dem Limon-Baum unterwegs. Die Anjanat ist weiter unten, das ist, die Diablos ist weiter oben. Ja. Aber es geht, ja, ich weiß. Mann, ich hasse Tutorials so heftig. Ja. Boah, wer ist denn da hinten reingefahren? Jawoll. Hoch, runter, runter, links, rechts, Kreisstall, X, Start. Ne, was ich nicht so ganz verstehe, Gamer, die R2 und L2 Schultertasten verlängern. Ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie... Ich check's auch nicht. Also so viel, na, an sich verstehe ich's auch, damit man die Zeigefinger auf R1 und L1 halt nutzen kann und dann halt die Mittelfinger halt ein bisschen weiter runter haben kann. Fahrer vor mir. Genauso wenig verstehe ich's an den Skat-Controller, die halt hier, sag schon, X und hier Viereck und Dreieck halt schneller agieren können. Das ist halt wirklich so eine... Das sind halt wirklich so Millisekunden. Es wurde durch das letzte Update wurden neue Items hinzugefügt, die besser sind als Gold. Jawohl. Das sind Regenbogen-Items. Die kriegst du bei dem Kulvetarot. Das ist so eine Raid-Quest. Okay. Ich muss gerade überlegen, wo jetzt nochmal ein neues Lager war. Mein Vorflügel ist beschädigt, er wird die Performance beeinflussen. Er ist angekommen, bestätige. Okay, dir bleiben noch zwei Boxenstops. Zwei weitere Boxenstops mit dieser Strategie. Ich hasse jetzt schon Safety Car, Leute. 5 Sekunden Boxenstopp-Strafe. Insgesamt 10 Sekunden. So, Safety Car ist immer noch draußen, das heißt, wir können natürlich wieder aufholen. Und da sind wir dann auch gleich schon wieder hinten dran. Schön Abstand halten, kein Bock mir wieder einen Frontflügel kaputt zu fahren, nur weil ich hinten einen rauf fahre.
Genau. Richtig falsch. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. So, Safety Car kommt jetzt rein, Leute. Das heißt, jetzt wird's nochmal spannend. Jetzt geht's gleich mit einem neuen Start los. Axel ist anscheinend raus. Ey, nee, oder? Oh. Jawohl. Und wieder einen hinten reingefahren. Jonas, dreimal kannst du raten, welches Team jetzt hinter dir herbacken liegt. Wir sind große Viecher hier. Großartig. Nein. Den Scheiß. Das komische Ei. Dieser cooler Jaja. Cooler Jaku. Ja. Ich muss die Signal rausquetschen. Oh Leute, da bin ich raus. Jawohl. Alles in Ordnung? Oh Leute, da bin ich raus. Jawohl. Alles in Ordnung? Sag mir, ob es dir gut geht. Ja moin, Digga. Das war schon wieder ein katastrophales Rennen hier. Ich kann mich raus. Ja. Erst war es so, Safety Car ist vorbei gewesen. Und dann war Restart, ist der eine in einer Kurve früher gebremst, bin ich hinten raufgefahren. Dann haben sich vor mir drei weggedreht. Dann hatte ich ein unerlaubtes Überholmanöver. Dadurch musste ich einen Platz machen, also auf der vollen Gerade, wo ich eigentlich Vollspeed rausnehmen könnte, abbremsen, den einen vorbeilassen. Dadurch hat sich noch ein anderer bei mir vorbeigeschlichen. Mhm. Und, ja, dann bin ich halt weitergefahren, dann habe ich eine Kurve, weil ich halt zu viel Gas in der Kurve gegeben habe, da ich halt zu langsam in die Kurve reingefahren bin. Ja. Bin ich raus katapultiert worden und ja, direkt in die Wand rein. Aber es sind ja mittlerweile schon 6 Fahrer draußen, also es läuft hier relativ gut. Ja, leider wieder, also seit langem mal wieder rausgeflogen, leider. Wäre gerne in Belgien noch zu Ende gefahren. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Hast gerne eine Bewertung da. Und ich bedanke mich bei Jonas und bei Fabian, dass sie dabei waren. Ich wünsche euch einen schönen schönen Abend. Schönen Feiertag, wollte ich gerade sagen. Und ich wünsche euch allen auf jeden Fall viel Spaß und ein gutes Gelingen 2019. Auch immer, was ihr euch vornimmt. Feiert schön rein. Ich weiß, wir haben heute den 30. Aber trotzdem, feiert schön und genießt das neue Jahr und habt auf jeden Fall viel Spaß. Tschö mit Ö.